Hoffe ich zumindest. Bei einem der Aussichtspunkte war das, glaube ich. Die ich jetzt erstmal hier besteigen werde. Das klingt ein bisschen pervers. Aber nicht viel mehr als sonst auch. Also geht das schon in Ordnung. Oh, das Pferd hat sich voll abgemault. Alles klar, nicht durch zu viele Menschen reiten. Das tut dem Pferd auch nicht gut. Frage ist nur, war das dieser Turm? Und war das hier gerade ein Schatz? Jawohl, war es. Plündern wir mal eine Runde. Eine Feder ist hier. Na, jawohl. Und wieder eine Feder mehr. Okay, der ist ein bisschen scheiße zum Hochklettern. Und mit ein bisschen meine ich ganz anständig. Aber auch das schaffe ich ohne Probleme, hoffe ich. Mal. Wo gibt es hier einen Weg nach oben? Ist jetzt die Frage. Hä? Ah, okay, so. Dann halt so. Ja, an dem Gitter kann man hochklettern. Wollte gerade sagen, geht das etwa nicht? Und mal wieder Synchronisation hier. Flori ist irgendwie auch ein hässliches Pisskaff, sag ich mal. So, da hinten kommen wir ganz zum Schluss hin. Okay. Das heißt, ich arbeite mich von unten nach oben. Ups, falsche Taste. Ja, okay. Hätte ich auch anders anstellen können. Klüger vor allem. Los, mein Pferd. Okay, da hockt er immer noch so rum. Och Mann, wo ist das denn? Ist das auf der anderen Seite? Ne, da muss ich in Flori rein. Ach, das sind hier die Vororte. Ich dachte, das hier wäre schon die ganze Stadt. Also das alles außenrum. Aber es gibt noch ein Stadtinneres, wo auch das Assassinengrab ist. Welches ich natürlich nicht vergesse werde. Bleib mal schön im Wasser stehen. Kriegst kalte Füße. Ja! So fängt das Ganze doch gut an. Ach, und ich kann gleich schon wieder eine Pause machen, oder muss ich viel mehr? Deswegen hole ich mir die Codex-Seite und unterbreche die Aufnahme. Kaum ein Mord begangen, schon ist hier der Marktschreier, sag ich mal, damit fertig. So, es wird eine etwas längere Pause. Ich futter eben kurz was und dann geht's weiter. Bis gleich. So, fertig gegessen. Lecker Gemüsesuppe ohne Gemüse, weil ich Gemüse zum Kotzen finde, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich Gemüse esse, muss ich kotzen. Ja. Kann direkt hier weitergehen, ab zum Aussichtspunkt, den wir eigentlich auch als Ziel markiert haben. Und dann geht's zum Maler. Ein paar Bilder kaufen vielleicht oder so. Mal sehen. Wir geben uns dann als gebildeter Kunsthändler aus, obwohl wir gar keinen Plan von Kunst haben. Also ich zumindest nicht. Kunst konnte ich nie leiden. Also, was heißt nie leiden? Kunstunterricht in der Schule konnte ich nie leiden. Weil es darum immer ging, ja, male deine Gefühle oder so ein Scheiß. Ganz ehrlich, was soll ich damit anfangen? Meine Gefühle malen. Schwarz, Rot, Blut.
Ja, so sieht's aus. So, hier. Nein, auf der anderen Seite. Ja, sehen wir uns mal an. Schatzkarten. Flori, gekauft. Gemälde. 14.000. Das ist wahrscheinlich ein großes Bild. 32. Brüste. Alter, alles mit nackten Frauen hier drauf. Na, passt zu der Zeit. So, die kann ich mir leisten. Den Rest leider nicht. Deswegen. Danke für eure Patronen. Naja. Ja, immer doch. So, jetzt will ich aber auch genau Monteregionis Wert nochmal 77 hoch. Und anonym möchte ich werden, danke. Stand da El Diabolo drauf? Der Teufel? Muss ich mal beim nächsten Mal drauf achten, ich habe mir die nie so angeguckt, genau. Sollte ich vielleicht mal machen. Und abwärts geht's. Nächstes Ziel ist... Ja, warum nicht? Das Assassinengrab. Vorher werfen wir nochmal einen Blick beim Schmied hier. Können uns wahrscheinlich eh nicht wirklich was leisten. Ja. Ja, bald kommt Metall. Und so. Noch dazu... Oh ja, Krummsäbel, Offizierschwert, das Offizierschwert will ich haben. Wobei der Krummsäbel macht natürlich ordentlich Schutz, aber das hat zu viel Tempo. Ja, ihr scheint etwas rustikal für meine hochklassigen Waren. Ja, genau, genau daran liegt das. Ah, hier ist ein, Dingspinner, hätte ich fast gesagt. Ein Weber. Schneider. Ein Sato. Kastanienbraun, nee. Stahlgrau. Ebenholz, das ist es. Gekauft. Ebenholz will ich haben. Das ist mein Lieblingsoutfit. Ein weiser Kauf. Guten Tag, Signore. Oh, das sieht doch geil aus, so in Schwarz. Oh. Aber, Alter, schon wieder hier was? Okay, das mache ich dann auch gleich. Fantastische Metallarbeiten. Fantastische Metallarbeiten. Deine Leiche heute den Scheiter aufgefüttert. Alter, wie wir den fertig machen. Ich weiß gar nicht, ob wir auch noch unser Tempo erhöhen können. Sehr schön. Plündern und eine weitere Codex-Seite. Ja. Sehr schön. Ja, okay, hier ist gerade der Turm. Dann mache ich den. Dann gucke ich mich hier nochmal um wegen, weil... Glyphe. Wegen, weil Glyphe. Das war auch mal wieder geil gedeutscht. Sicherlich. Alter, bin ich zu blöd dafür? Kein Kommentar dazu, will ich hören. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Oh, verdammt. Er hat sie doch nicht alle. Oh, verdammt. Stirb, du Hund. Double kill. Hier kann ich hoch. El Diabolo, der Teufel. Glaube ich. Zumindest klingt das im Spanischen ähnlich. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier fast dasselbe bedeutet. Wenn nicht, klärt mich auf. Da! Juhu! Geht das so, oder... So geht's. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Ich muss der
Kopfschmerzen denken. Sie verdammt. Gut, nächstes Rätsel. Der Erfinder. Mal schauen, welcher Erfinder? Nikola Tesla. Die wirtschaftliche drahtlose Energieübertragung ist von höchster Bedeutung für die Menschheit. Drahtlose Energieübertragung, okay. Dieses Mittel verleiht uns die Herrschaft über die Luft, das Meer und die Wüste. Es wird uns helfen, die Notwendigkeit von Minenpumpen, Transporten und der Treibstoffverbrennung zu überwinden und so die zahllosen Gründe für sündige Verschwendung zu eliminieren. Wir machen die lebendige, glorreiche Sonne zu seinen gehorsamen, fleißigen Sklaven. Sie wird die Erde Frieden und Harmonie bringen. Nikola Tesla. Okay. Das ist ziemlich stumpf eigentlich. Da. Er fand es in Kroatien. Er fand es in Kroatien? Er fand es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. Okay. Wieder nur eine kurze Zwischensequenz, die die Wahrheit weiterhin aufdecken soll. Okay. Ja, hoch mit dir. Dann würde ich sagen, nein. Ja, genau. Alter, was das für Schaden macht, Sturzschaden. Fuck. Oh, Scheiße, jetzt kann ich nochmal hochklettern. Nee, da war ich falsch, ne? Doch, richtig. Hier geht's auch hoch. Gut, gut. So. Doch, ich bin ein Held. Ja, genau. Meine Unterhaltung. Deswegen mache ich das auch. schön schnell klettern. Ne, okay. Da oben muss ich ganz hoch. Ich dachte eigentlich hier irgendwie hier hoch. Aber dem ist wohl nicht so. Hier aber? Nee. Auch nicht. Hä? Da! Und ganz oben drauf. Und eine epische Synchronisation hier. Karte aktualisiert. Wo geht's denn da runter? Da. Da geht's runter. Ja. Das hole ich mir natürlich als allererstes. Eine weitere Codex-Seite. Forli. Klingt wie ein Pokémon. Los, du bist dran, Forli. Oh, klingt nach einem schwachen Pokémon. Zack, 2. Alter. Pissnäcke. Stirb. Oh Elend, oh Elend. 8000 schon. Ja, man sieht, es geht wesentlich schneller voran und nachher dann so 24.000 mit einmal. Das ist dann schon echt nice. Oh, eine Leiche. Oh, eine Leiche. Ich werde ohnmächtig. Oh, mir ist schwindelig. Ja, er findet die so geil, dass ihm davon schwindelig wird und so. Er ist so ein Nekrophiler.